um Arianna Morrigan's Sinister Five, den Sammelband Teil 2 From Dark Until Dawn geht es heute. Und nachdem wir ja gestern den ersten Teil hatten, wollen wir uns auch diesen widmen. Das Cover bleibt natürlich genau dasselbe wie bei der Teil 1 Lesung. Und den Klappentext stelle ich auch nochmal vor für diejenigen, die gestern nicht dabei waren und in den Teil mit Father Sweets eintauchen konnten. Gehen wir da nochmal mit rein, damit wir ja niemandem was vorenthalten. Ne? Widmung für A, weil du bist, wie du bist, kann ich ich selbst sein. Wie gestern auch, diese Widmung ist grandios. Kurzbeschreibung. Kniet nieder vor den Göttern des Rock. Heiß, gefährlich, die fleischgewordenen Bad Boys. Sinister Five. Die ersten beiden Romane im Doppelpack inklusive eines bisher unveröffentlichten Kapitels. Doppelt heiß, doppelt gefährlich, doppeltes Vergnügen. Bist du reif für diesen Trip? Morning After Dark und From Dark Until Dawn im Sammelband. Also dieser Morning After Dark hatten wir ja schon, also starten wir heute zu From Dark Until Dawn. Kurzbeschreibung. Frauengeschichten, verbale Entgleisungen und ein Jahresvorrat an Leckmuscheln. Alles könnte so schön sein, wäre Drake Collins, Mitglied der Band Sinister Five, nicht permanent hin und her gerissen zwischen seinem ausschweifenden Leben als Rockstar und der sich selbst auferlegten Aufgabe, seine Bandkollegen unter Kontrolle zu halten. Die Aussicht darauf, die ungeliebte Pressearbeit an einen Profi abzugeben, klingt daher mehr als verlockend für den charismatischen Womanizer, der sich zu gern wieder voll und ganz der Musik widmen würde. Die Sache hat nur einen Haken. Den Job soll ausgerechnet Kara Myers übernehmen, jene Frau, die ihn bereits einmal beinahe den Verstand gekostet hat und nun behauptete, ihn nicht zu kennen. Getrieben von Rache bringt Drake Kara immer häufiger dazu, die Maske fallen zu lassen und begeht einen folgenschweren Fehler. Er findet Gefallen an dem Katz-und-Maus-Spiel, ohne zu ahnen, wohin das Ganze führt. Prolog. Tiefschwarze Dunkelheit umgibt uns. Lediglich die kleinen roten Lämpchen über den Notausgang leuchten schwach. Doch spenden sie dabei keinerlei Licht, sodass man auch nur Umrisse erkennen könnte. Obwohl sich die leisen Stimmen der anderen Gäste wie Schleier um uns herumlegen, glaube ich, mein Gegenüber scharf einatmen zu hören, als mein Finger ganz zufällig ihre Hand streift. Sie spricht nicht viel und wenn sie es tut, ist es eher ein hilfloses Gestammel uninteressanter Smalltalk-Themen. Offenbar mache ich sie nervös und das gefällt mir. Es war mein Ziel, sie in diesen Zustand zu versetzen. Die Tatsache, dass sie nicht weiß, mit wem sie es zu tun hat, bereitet mir Vergnügen und eine Art Befriedigung zugleich. Es kommt noch lange nicht an den Kick heran, den ich haben werde, wenn ich mit ihr fertig bin. Doch ich betrachte es als ein äußerst amüsantes Vorspiel. Wer hätte gedacht, dass das Schicksal es so gut mit mir meint? Die einzige Unbekannte in dieser Gleichung ist, dass es nicht vorgesehen war, sie so sehr zu wollen. Während ein Teil von mir sie, soweit es nur geht, wegstoßen möchte, ist ein anderer, der sie besitzen will. Ich will den Duft ihres Haares einsaugen, während ich mir eine Strähne davon um die Hand wickle und ihren Kopf daran leicht, aber bestimmt nach hinten ziehe. Ich will, dass sie dieses Geräusch von vorhin von sich gibt, doch erst, wenn meine Zunge sie dort berührt, wo sie heiß und feucht ist. Ihre Finger sollen sich an meinen Rücken krallen, wenn ich tief in ihr bin und ihre süße Stimme soll mich anflehen, sie endlich kommen zu lassen. Ein leichter Windzug versetzt mich zurück ins Hier und Jetzt. Jemand steht neben dem Tisch. Darf ich Ihnen noch etwas zum Nachtisch anbieten? Erkundigt sich die Kellnerin mit freundlicher Stimme. Möchtest du noch etwas bestellen, Kara? Erkundige ich mich. Nein, danke, ich bin satt. Sie spricht leise und fast könnte man meinen, sie sei unheimlich schüchtern. Ich neige den Kopf dorthin, wo ich die Kellnerin vermute. Die Lady wünscht nichts mehr und das, wonach mir der Appetit steht, befindet sich nicht auf ihrer Karte. Also die Rechnung, bitte. Spieglein, Spieglein an der Wand. Gesichtskirmes im ganzen Land. Drake. Fratzengulasch?
Ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Und ihr gebt sowas in einem Interview von euch, das live ausgestrahlt wird? Dave, seit 3 Monaten unser offizieller Manager, macht eine bedeutungsschwere Pause und schaut einen jeden von uns an. Sein Hals hat eine recht ungesunde, anschauende, rötliche Färbung angenommen. Und kleine Schweißperlen sammeln sich auf seiner Stirn. Mit anderen Worten, er steht kurz vor einem Wutausbruch. Wir alle haben den Ernst der Lage erkannt, dachte ich zumindest, bis Father neben mir hörbar Luft holt. Fratzengulasch ist eine absolut gängige Bezeichnung dafür, wenn einem die Gesichtszüge entgleisen und... Er will bestimmt nicht wirklich wissen, was das bedeutet, Vollidiot, entgegne ich durch zusammengebissene Zähne. Aber er hat doch... Vater, halt einfach die Klappe, okay? Unterbreche ich ihn etwas lauter und hoffe, dass er ein einziges Mal auf mich hört. Weniger hilfreich ist, dass nun Hitch und Mal kichern, als seien sie kleine Schulmädchen in der Umkleide des Footballteams und Vater dadurch noch in seiner Hirnlosigkeit bestärken. Das kommt nicht mehr vor, David. Wir arbeiten daran, versuche ich zu beschwichtigen und damit dieses endlos wirkende Meeting irgendwie zu einem Ende zu bringen. Was willst du tun? Schreibst du Father eine Liste mit Dingen, die er künftig nicht mehr sagen soll? Erkundigt sich Mel grinsend und ich baller einmal mehr eine Hand zur Faust, bemühe mich tief durchzuatmen und verdränge den Gedanken daran, sein Gesicht vor den Augen unseres Managers mit eben jener Faust liebevoll zu streicheln. Das Vibrieren des Smartphones auf den Tisch vor mir lenkt mich einen Augenblick ab. Und als ich ihren Namen lese, stiehlt sich trotz der Wut auf den Kindergartenverein um mich herum ein Lächeln auf meine Lippen. Sind wir durch? Ich hätte da so eine Sache. Erkundige ich mich und blicke fragend in die Runde. Bei Davids Gesichtsausdruck bedarf es jedoch eigentlich keine Antwort. Denn er sagt auch so schon aus, dass wir von fertig meilenweit entfernt sind. Drake, gerade von dir hätte ich ein wenig mehr Fingerspitzengefühl für diese Situation erwartet. Natürlich sind wir hier noch lange nicht fertig. Eure verbalen Entgleisungen sind ja leider nicht mal unser größtes Problem. Nein, unser größtes Problem ist, dass Mel sich jede verdammte Nacht im Tourbus einen von der Palme wedelt. Ehrlich, Alter, macht es dich an, mit so vielen Kernen auf engstem Raum zu sein? Wenn ja, schlafe ich künftig definitiv mit dem Arsch zur Wand. Das sagt genau der Richtige. Wer funktioniert denn andauernd gemeinsam mit May die Toilette in sein persönliches Mr. Grey Spielzimmer für Arme um, kontert Mal. Was bitte ist Mr. Grays Spielzimmer? Hakt Zane nach und schaut dabei verwirrt in die Runde. Ach, das ist doch der Kerl aus diesem Buch, auf das die Weiber gerade alle so abfahren. Er macht einen auf Obermacke und versohlt den Ladies den Arsch. Sollte ich mir Sorgen machen, weil du sowas weißt? Erkundige ich mich und kann mir das Grinsen bei der Vorstellung von Hitch, einem 2 Meter großen Kerl, breit wie ein Schrank und über mit Tattoos bedeckt, wie ein Frauenroman liest, während er am Herd steht und ein Süppchen kocht, nicht verkneifen. Entnervt starrt er mich an und schüttelt langsam den Kopf, während er schwerfällig ausatmet. Drake, sowas wirst du erst dann verstehen, wenn du abends neben deinem Mädchen im Bett liegst und sie plötzlich das Buch aus den Händen legt, es auf den Nachttisch knallt und dich besteigt, als gäbe es keinen Morgen. Neben mir im Bett liegt eine Braut nur dann, wenn ich mit ihr fertig bin und sie eine Runde nach Luft schnappen muss, bevor es weitergeht. Aber ganz sicher wird sie nicht mal auf die Idee kommen, ein Buch auch nur anzuschauen. Gelächter füllt den Raum, doch nur einen Sekundenbruchteil später wird mir bewusst, dass ich mich mit den Jungs allein bin und dass einer nicht lacht. Ganz im Gegenteil. Wenn die Herren dann jetzt mit ihrer pubertären Schwätzereien fertig sind, würde ich gern mit dem Teil eurer Hirne sprechen, der älter ist als 14 und sich mit dem Business beschäftigt. Die rötliche Farbe an Davids Hals, welche vorhin ein wenig verblasst war, leuchtet mich nun wieder mit voller Farbintensität an. Manchmal glaube ich, David und Malfoy sind miteinander verwandt. Ich sonst keinen Menschen kenne, der seine Hautfarbe nach Gefühlslage ändern kann, wie diese billigen Ringe aus dem Kaugummi-Automaten. Jedenfalls ist gerade sowas von Schicht im Schacht und das haben zum Glück auch die Vollpfosten um mich herum kapiert,
Denn ausnahmsweise halten sie mal die Klappe und tun zumindest so, als hätte David ihre volle Aufmerksamkeit. Die letzten Monate waren ein Höhenflug der besonderen Art für uns. Wir haben so gut wie jede unserer über die Jahre festgelegten Prinzipien über Bord geworfen. Der größte Kompromiss, den wir eingehen mussten, war wohl die Zusage, eine Tour zu starten. Sobald wir begonnen hatten, Father's Songs auf einigen Festivals zu spielen, sprach sich der Name Sinister Five herum wie ein Lauffeuer. Wir bekamen Anfragen von Veranstaltern, von denen wir nie zu träumen gewagt hätten. Und so kam auch schon sehr bald die ein oder andere Plattenfirma auf uns zu. Zwar kannte ich mich in vielerlei Hinsicht mit dem Geschäft aus, doch als unser Tourplaner zu platzen drohte, Verträge vorgelegt wurden, die zwei Worte meiner Muttersprache beinhalteten, aber trotzdem keinerlei Sinn für einen Nichtjuristen ergaben, beschlossen wir gemeinsam, David als Manager zu engagieren. Es war keine leichte Entscheidung und ich werde nie die langen Nächte vergessen, in denen wir da saßen und uns das Hirn zermarterten, weil wir nicht wussten, ob wir unser Leben, so wie es bis dato war, wirklich aufgeben wollten. David hat eine ziemlich beeindruckende Ansprache gehalten, bevor wir uns entschlossen, mit ihm zu arbeiten. Er wusste um die Schattenseiten des Ruhms oder dass es nur nicht damit getan war, auf der Bühne zu stehen und danach zu Hause zu gehen, als der Mensch, der man ursprünglich war. Schon mit der Veröffentlichung von Mays Buch, an dem Father ja eigentlich nur als Berater beteiligt war, begann sich die Dynamik von außerhalb stark zu verändern. Auf einmal sprachen uns wildfremde Menschen auf der Straße an oder welche, die wir von diversen Feiern kannten. Und sie wussten Dinge, von denen man keinen blassen Schimmer mehr hatte, sie irgendwann mal öffentlich gesagt zu haben. Es meldeten sich Leute, die uns früher wegen unserer Träume belächelt hatten. Und es wurde immer schwerer, Freund von Feind zu unterscheiden. Natürlich brachte der plötzliche Ruhm auch Vorzüge mit sich. Denn die Ladies schmissen sich uns geradezu an den Hals. Mussten wir früher ein wenig um die Dame des Abends buhlen, so können wir uns heute einfach eine aussuchen. Weniger begeistert waren deswegen nur Carrie und May. Für Hitch hätte ich ohnehin die Hand ins Feuer gelegt, was seine Treue betrifft. Father bereitete mir da schon eher Sorgen, denn ein Beziehungsdrama konnten wir in dieser Phase unseres Bestehens ganz und gar nicht gebrauchen. Neben ihm hatte selbst ich früher wie ein braver Junge vom Kirchenchor gewirkt, doch er überraschte uns alle. Die Sache mit May ist ihm absolut ernst und er würde sich wohl eher den Schwanz abschneiden lassen, als irgendetwas zu tun, was ihn von dieser Frau trennen könnte. Ein bisschen Unbehagen bereitet mir das Ganze schon. Dann hatten Saint und Mel eher den Hang dazu, nach etwas Festem zu suchen, so waren Father und ich die Vorsitzenden unseres aus zwei Personen bestehenden Clubs, der anonymen eine Nachtficker. Ist es überhaupt noch ein Club, wenn man nun alleiniges Mitglied ist? Ich verdränge den Gedanken genauso schnell, wie er sich in mein Hirn gestohlen hat und versuche mich auf dieses Debakel hier und jetzt zu konzentrieren. Eigentlich sind die Probleme, die David da anspricht, nicht wirklich neu. Wir verhalten uns eben wie immer. Genau das ist aber die Wurzel allen Übels. Mittlerweile bringt es Aufsehen, wenn einem von uns ein blöder Spruch entweicht und es ist von öffentlichem Interesse, wenn man eine Frau fickt und sich dann auf recht unromantische Weise aus dem Staub macht. Es bleibt nämlich nicht dabei, dass diese Frauen bei ihren Freundinnen über uns herziehen, so wie es früher mal der Fall war. Nein, neuer Kummerkasten der durchgevögelten One-Night-Ständlerin ist die Presse. Und der wird natürlich nicht erzählt, dass sie uns zuvor wimpernklimpernd ihre Hotelzimmernummer zugesteckt oder im Club ohne Höschen auf unseren Schoß kletterten und uns versauten Scheiß in die Ohren flüsterten. Plötzlich sind wir die Herzensficker der Nation und haben den lieben langen Tag nichts Besseres zu tun, als zu fluchen, Dinge kaputt zu machen und eine Braut nach der anderen in unsere Höhle zu schleppen, um ihr dort das Blaue vom Himmel vorzulügen, damit wir einen wegstecken können. Die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. Wir fluchen. Okay, damit hat die Presse recht. Allerdings haben bisher lediglich Father und May etwas kaputt gemacht. In einer stürmischen Nacht ist die ein oder andere teure Vase eines 5-Sterne-Schuppens zu Bruch gegangen. Jedoch nicht, wie die Presse behauptete, weil Father fremdgegangen war, sondern weil sie es auch nach fast einem Jahr Beziehung einfach nicht hinbekommen, dass es sexuell nicht ausartet. Naja, und was die Frauen betrifft, wir sind auch nur Männer.
Und ich war schon immer schlecht darin, Nein zu sagen. Also um es kurz zu fassen, denn für die lange Version hättet ihr euch gestern die Hirnzellen nicht derart mit Whisky wegballern sollen. Wir haben ein echtes Problem. Ihr seid gerade dabei, euch einen Ruf aufzubauen. Und wenn ihr so weitermacht, wird das kein guter. Seid ihr jahrelang im Geschäft und habt einen festen Platz in der Welt der bekanntesten Bands, dann könnt ihr euch vielleicht hier und da einen kleinen Fauxpas erlauben. Doch, da seid ihr nicht. Noch sehr, sehr lange nicht. Mein Job ist es, euch dorthin zu bringen. Und ich mache meinen Job verdammt gut. Wenn man meine Arbeit zur Hölle nochmal nicht andauernd mit Entgleisungen aller Art torpediert. Wisst ihr, wie viele Veranstalter eine Band spielen lassen oder eine Konzerthalle zur Verfügung stellen wollen, die absolut außer Kontrolle ist? Vater holt Luft, schaut sich dann um und täuscht ein müdes Lächeln an. Hab schon verstanden. Das war wieder so eine rhetorische Frage, oder? David beachtet ihn überhaupt nicht. Es sind genau null. Und wisst ihr, wie viele Sponsoren eine Band unterstützen wollen, von der fast wöchentlich irgendwelche Sextapes im Netz auftauchen? Und ich spreche nicht nur die Singles unter euch an. Wie oft denn noch? Es war nicht zu sehen. Und auch absolut keine Absicht. Was kann ich dafür, wenn diese Idioten hinter jeder Ecke warten und ihr Handy draufhalten? Vater schmollt wie ein kleines Kind, dem man den Lutscher weggenommen hat. Es sind null, David. Wir haben es kapiert. Ich sagte doch schon, wir werden uns bessern. Mein Beschwichtigungsversuch stößt jedoch auf wenig Begeisterung. Drake, so sehr ich deine kleinen Versprechungen zu würdigen weiß, es ist damit nicht mehr getan. Wenn ihr das wirklich wollt und wenn es eure ehrliche Absicht ist, nächsten Monat auf Tour zu gehen, dann gibt es dafür nur eine Lösung. Wieder folgt eine Pause und wieder schenkt ihr einem jeden von uns diesen vernichtenden Blick, den unsere Väter früher brachten, wenn wir uns mal wieder den Wagen ausgeborgt hatten oder der Rektor zu Hause anrief und uns zum Gespräch bat. Keiner macht auch nur einen Laut und man kann die Spannung in der Luft förmlich spüren. Egal, was jetzt kommt, es wird uns mit Sicherheit nicht gefallen. Übermorgen will ich euch alle frisch geduscht und in ordentlichen Klamotten im Studio sehen. Wir nehmen was Neues auf? Fragt Zane verwirrt. Nein, wir treffen uns im Meetingraum des Studios und dort stelle ich euch euren Babysitter für die nächsten Monate vor. Was meinst du mit Babysitter? Fahle sieht aus, als wolle er zugleich kotzen und ausrasten. Ich meine damit, dass ich euch jemanden zur Seite stelle, der dafür sorgt, dass ihr euch künftig so benehmt, wie es die Öffentlichkeit verlangt. Wir haben es nun lange genug auf eure Weise versucht. Jetzt bin ich an der Reihe. Künftig regelt jemand von Fach eure PR und nicht länger ihr selbst. Keine weiteren Posts in öffentlichen Netzwerken, auf welchen nackte Asche zu sehen sind. Keine ungeplanten oder spontanen Interviewtermine mehr. Und ihr haltet euch während der Tour auch nur dort auf, wo es in Zukunft abgesprochen wird. Einwände sind gerade überflüssig, also überlegt euch, was ihr wissen wollt. Fragen werden dann im Termin geklärt. Cara. Völlig gespannt starre ich auf meine soeben versendete Nachricht und ertappe mich dabei, mir vorzustellen, welch armseliges Bild ich doch abgeben muss. Während ich darauf warte, ob er online geht, sich die grauen Häkchen blau färben und somit anzeigen, dass er meine PN gelesen hat. Ein irres Lächeln ziert meine Lippen, als mir dabei der Gedanke kommt, dass der Erfinder eben dieser App sie den einen oder anderen Tag hoffentlich aus eben demselben Grund ebenfalls verflucht hat. Dann seien wir mal ehrlich. Diese Überwachungsmethoden, wer wann was gelesen hat, wann er online war, in welchem Radius er sich von uns entfernt befindet und so weiter, tun uns nicht gut. Zu Zeiten unserer Eltern gab es maximal ein Festnetztelefon. Männer fragten meist nicht nach der Nummer, sondern baten gleich um eine Verabredung, welche beide dann auch einhielten, denn es gab keine Handys und somit auch nicht 50.000 Möglichkeiten, ein Treffen kurzfristig abzusagen. Natürlich machen es das Internet und diverse Dating-Apps leichter, jemanden kennenzulernen, doch die Anzahl an Fröschen, durch die man sich virtuell knutschen muss, um zumindest einem dann die Chance zu geben, sich in einen realen Prinzen zu verwandeln, machen das Ganze so viel weniger attraktiv. Nun fragt man sich,
Wieso habe ich mich überhaupt bei einem Portal angemeldet, welches damit wirbt, bereits Tausende von einsamen Herzen zusammengeführt zu haben, wenn wir doch eigentlich alle wissen, dass diese Formate in 90% aller Fälle dazu genutzt werden, schnellen und bedingungslosen Sex zu finden? Die Antwort ist so einfach wie auch blauäugig, weil wir alle hofften, die Ausnahme der Regel zu sein. Weil wir anders sind als die meisten. Und wenn wir für unseren Teil uns dort aufhalten, wird es doch sicherlich auch ein Mann tun, der nicht gleich in der zweiten Nachricht danach fragt, ob man ihm ein Bild seiner Brüste schickt oder ob man auf Oralsex steht. Eben diesen Mann schien ich aufgetan zu haben. Doch seit wir uns getroffen haben, ist das Ganze irgendwie kompliziert. Nathan schrieb mich nicht mit einem langweiligen Hey oder wie geht's an. Nein, er teilte mir mit, mein Profil sei sehr interessant zu finden und erzählte dann ein wenig über sich, um letztlich mir die Entscheidung zu überlassen, ob er für mich ebenso ansprechend ist oder nicht. Er ist 30 Jahre alt und arbeitet als Immobilienmakler, macht also auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Denn auf Kerle, die nur auf den Ausweispapieren erwachsen sind, ihre Abende jedoch mit Pizza und der Playstation verbringen, kann ich getrost verzichten. Alles lief gut. Er brachte mich regelmäßig mit seinen Nachrichten zum Lachen und auf den Bildern, die er mir schickte, konnte ich erkennen, dass er auch optisch ein Mann zum Niederknien war. Als er mir vor ein paar Tagen schrieb, er sei in der Gegend, gab ich ihm in einem Anflug vom Wahnsinn meine Adresse. Und wir verbrachten einen durchaus netten Abend miteinander. Wir tranken Wein, unterhielten uns über die Arbeit und schienen wirklich auf derselben Wellenlänge zu sein. Wie Frauen so sind, stellte auch ich mir bei einem tiefen Blick in seine Augen vor, was wohl aus uns werden könnte. Wir sahen uns unentwegt an, ehe sein Mund so herrlich leicht und doch bestimmt auf meinem lag. Weitere 30 Minuten später waren wir nackt. Danach hielt er mich noch eine Weile im Arm und verabschiedete sich gegen 23 Uhr, da er am nächsten Tag früh raus musste. Habe ich es bereut, mit ihm ins Bett gegangen zu sein? Nein. Jedenfalls zunächst nicht. Denn es war wirklich schön und ein Kerl, der nur das eine will, macht sich sicherlich nicht die Mühe, vorher wochenlang mit einer Frau über alles zu schreiben, was ihm durch den Kopf geht. Auch hätte er sich genauso gut direkt danach aus dem Staub machen können, was er aber nicht getan hat. Also schwebte ich am nächsten Tag auf Wolke 7, versuchte nicht alle paar Minuten auf mein Handy zu schauen und wiegelte den Gedanken daran, dass es für ihn lediglich ein One-Night-Stand war, damit ab, dass er einen wirklich harten Arbeitstag vor sich hat. Das gelang mir auch gestern noch, wobei ich natürlich durch meine 1A-Stalker-Ambition wusste, dass er mindestens einmal pro Stunde online war. Heute beschloss ich dann, angetrieben durch falsch angebrachte Emanzipation, ihn anzuschreiben. Vielleicht wartet er genauso darauf, dass ich mich bei ihm meldete, wie es umgekehrt der Fall war. Die Nachricht, die ich ihm sendete, hatte ich zugegebenermaßen bereits vorgestern geschrieben, mir aber selbst ein Zeitfenster auferlegt, in welchem ich sie nicht abschicken würde. Während ich über all die Fragen des Single-Lebens nachdenke, setzt mein Herz für einen kurzen Augenblick aus, als sich diese vermaledeiten Häkchen meiner Nachricht tatsächlich blau färben und somit anzeigen, dass er sie gelesen hat. Panisch fällt mir das Smartphone fast aus der Hand, während ich versuche, die App so schnell wie möglich zu schließen. Wenn er jetzt antwortet, soll er natürlich nicht sehen, dass ich online bin. Darauf warte, dass er antwortet, den Moment herbeisehne, in dem ich ein wenig mehr Klarheit habe über das, was zwischen uns ist oder auch nicht. Ja, das ist so eine Art Frauenlogik, die ich zwar selbst nicht verstehe, aber es reicht ja schon, dass ich sie lebe. Und tatsächlich, ein paar Sekunden später ertönt der ihm eigens zugeordnete Klingelton und informiert mich über eine eingegangene Nachricht, welche mir vielleicht verrät, wie seine Woche wirklich war und wie es ihm geht. Wieder starre ich mein Handy an, diesmal jedoch mehr auf die Ich-raste-gleich-aus-Art. Ein beschissener Dreck-Smiley mit einer Sonnenbrille grinst mich höhnisch an und verspottet geradezu meine Nervosität. Wozu sitze ich eigentlich hier und durchdenke 100-mal, was ich ihm schreibe, wenn letztlich eine solche Antwort dabei herauskommt? Genervt befördere ich das Smartphone mit einem gezielten Wurf ans andere Ende der Couch und ärgere mich über mich selbst, weil ich mal wieder die Arschkarte in Sachen Männer gezogen zu haben scheine. Was Kerle betrifft, ist mein Leben wie eine springende Schallplatte.
Immer und immer wieder wiederholt sich dieselbe Sequenz. Man bleibt genervt zurück und überlegt sich, überhaupt nie wieder Musik zu hören. Viel Zeit, mich aufzuregen, habe ich jedoch nicht, denn mein Arbeitshandy klingelt in der Küche und kündigt den Anruf meines Chefs an. Ja, alles und jeder hat bei mir einen eigenen Klingelton, damit man hin und wieder verwirrtes Hirn zuordnen kann, ob ich mich freuen, in Alarmbereitschaft geraten oder genervt sein soll. Was Alan Cooper, der CEO der PR-Agentur, für die ich seit 3 Jahren arbeite, betrifft, kann sein Anruf all diese Gefühlsreaktionen hervorrufen, manchmal sogar gleichzeitig. Ich sprinte in die Küche, stoße mir unterwegs den Zeh am Sideboard im Flur an und feuere eine Vielzahl an schmerzerfüllten Schimpfwörtern ab, bevor ich das Telefonat annehme. »Hi Alan, was kann ich für dich tun?« erkundige ich mich, klinge dabei so professionell wie immer, wenn es um die Arbeit geht, und hüpfe auf einem Bein durch die Küche, während ich meinen schmerzenden Zeh reibe und vorsichtig prüfe, ob er gebrochen sein könnte. »Kara, ich brauche deine Hilfe.« Sollte man nun meinen, dass er damit eine freiwillige Handlung meint, hat man sich geschnitten. Wenn Alan sagt, er braucht Hilfe, bedeutet das so viel wie »Lass alles andere liegen« und »Nein, lass ich nicht gelten« und »Du hast keine andere Wahl.« Okay, worum geht's? Gestern habe ich einen Anruf von David Walsh, Assistentin, erhalten. Sie benötigen dringend Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit ihrer neuen Klienten und nach Prüfung des Arbeitsaufwandes stelle ich fest, dass ich dazu meinen Pitbull brauche. Also dich. Wir sprechen also von den üblichen Image aufpolieren, Pressetermine vereinbaren, Fragenkatalog erstellen. Es ist nichts Neues, dass Alan sich mit den wirklich schwierigen Fällen an mich wendet. Promis, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Jene mit Drogenproblemen, Frauenproblemen, Männerproblemen, welche, die zu viel oder zu wenig Sex haben, angeblich schwanger sind, obwohl sie sich nur mal einen Burger gegönnt haben. Die Palette der Fehltritte hat so viele Nuancen wie ein Regenbogenfarben. Dabei ist das Problem dieser Menschen meist nicht der Fehler an sich, sondern dass sie in seinen Zeitpunkt begingen, an dem sie nicht allein waren. Nichts verkauft sich so gut wie die Bilder eines berühmten Menschen, während er sich daneben benimmt oder es zumindest danach aussieht. Dabei sind 90% der Schlagzeilen nichts als unglückliche Momentaufnahmen. Wer hat noch nie ein Selfie von sich geschossen und beim Betrachten gedacht, oh mein Gott, ich sehe aus wie ein bekifftes Eichhörnchen. Blöd nur, wenn die Presse eben dieses Eichhörnchen-Foto nimmt und eine Geschichte drumherum baut, bei der die Gebrüder Grimm ins Schwärmen geraten würden. Richtig, das. Er stockt kurz, bevor er weiterspricht. Und ein paar andere Dinge. Ich brauche bei dieser Sache deine volle Aufmerksamkeit, Kara. Du wirst es nur ungern hören, doch ich muss deine Klienten an Sarah und Brett aufteilen, damit du einen freien Kopf hast. Ein ungläubiges Prusten entkleidet meinen Lippen. Alan, denkst du nicht, das ist ein wenig überzogen? Du weißt, dass ich schon viele Katastrophen abgewendet habe und das, ohne auch nur einen meiner anderen Klienten vernachlässigt zu haben. Ich meine, wie schlimm kann es schon sein? Oh, sei unbesorgt. Du wirst mehr als nur einen Klienten betreuen. Um genau zu sein, sind es 5 an der Zahl. Und einer ist schlimmer als der andere. Noch ist es recht harmlos, doch man könnte die Situation mit einer geschütteten Dose Cola vergleichen. Greifen wir nicht ein, wird jemand sie öffnen und dann... Boom! Während ich versuche abzuschätzen, welche Klienten selbst Alan derart in Alarmbereitschaft versetzen können, wandere ich im Flur auf und ab und erwische mich bei einem kurzen Blick in den Spiegel neben der Garderobe, wie ich meine Stirn so runzle, dass diese kleinen Fältchen zum Vorschein treten. Sofort habe ich die Worte meiner Mom im Ohr, dass eine Frau unserer Herkunft niemals ein solch verbissenes Gesicht machen sollte, damit sie sich Stirnfalten abzeichnen. Entweder hat man keine Sorgen oder einen guten Chirurgen mit ausreichend Botox zur Hand. Das ist ihre Devise. Abwesend schüttel ich den Kopf, als könnte ich somit diese Gedanken vertreiben und setze meinen Weg ins Wohnzimmer fort, ohne den Spiegel weitere Beachtung zu schenken. Du sprichst in Rätseln. Wir treffen uns morgen um 10 im Büro und besprechen alles. Gegen 12 Uhr triffst du die Klienten, die Adresse schicke ich dir gleich rüber. Diese Sache hat noch absolute Geheimhaltung, aber lass mich dir so viel sagen. Wenn die Klienten halten, was sie versprechen, dann könnte das für dich ein echtes Sprungbrett sein. Solltest du Termine haben, gib sie an Mary durch. Dann kann sie entweder absagen oder schauen,
wer gerade Zeit dafür hat. Bevor ich noch irgendwas in die Richtung, dass ich sicher nicht seine völlige, hirnfreie, aber vollbusige Assistentin mit einem Termin behelligen werde, erwidern kann, hat er bereits aufgelegt. Ich atme tief in den Bauch ein und langsam wieder aus. Genauso wie die Tante in meinem Hörbuch für autogenes Training immer und immer wieder mantraähnlich wiederholt. Leider schlafe ich dabei meist bereits in den ersten 10 Minuten ein, sodass ich zwar weiß, wie ich atmen muss, jedoch keine Ahnung habe, wie man dadurch den inneren Stress unter Kontrolle bekommt. Völlig gefrustet klappe ich meinen Laptop auf, klicke in das vom Vorabend immer noch geöffnete Chatfenster und tippe ein hilfesuchendes "Bist du da?" ein. Drake. Als ich meinen Loft am Abend betrete, habe ich das Gefühl, der Tag hat 348 Stunden. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir nach den Proben noch ein Bierchen kippten und das Leben als lockere kleine Party betrachten konnten. Heute proben wir nicht mehr in unserem alten Raum 2 Straßen weiter, sondern in einem richtigen Studio mit einer Menge seltsamer Menschen drumherum, die uns sagen, was wir zu tun haben. Nun, sie versuchen das zumindest, denn unsere Dickschädel haben wir nach wie vor behalten. Außerdem standen wir noch nie darauf, wenn uns jemand irgendwo reinreden wollte. Wir sind besser geworden. Alles läuft super professionell. Wir befinden uns auf dem besten Wege, eine richtig große Nummer zu werden. Und doch stellt sich bei mir gerade nach Tagen wie diesen ein Gefühl ein, als würde alles den Bach runtergehen. Während ich damit beschäftigt war, mich um alles zu kümmern, als wir die eigenen Songs nutzten, habe ich diese Leichtigkeit verloren, die jeder der anderen Jungs anscheinend noch besitzt. Ja, sie fluchen wie Bauarbeiter, wenn es darum geht, dass Dinge verändert werden sollen, aber sie tragen den Scheiß nicht den ganzen Tag mit sich herum, sondern lassen es einfach auf sich beruhen, sobald die Diskussion darum beendet ist. Wann zur Hölle bin ich ein solcher Spießer geworden? Wieso denke ich immer 10 Schritte weiter, anstatt es einfach den Menschen zu überlassen, die nicht gerade spärlich dafür bezahlt werden? Drake, bist du da? Megs Stimme erklingt durch den Hausflur und schon ein paar Sekunden später erscheint sie bepackt mit 2 Einkaufstaschen im Wohnbereich. Wie oft noch? Dieser Schlüssel ist für Notfälle. Zwar motze ich vor mich hin, nehme ihr aber trotzdem dankbar die Einkaufstaschen ab und folge in die Küche, in welche sie wie selbstverständlich hineinspaziert, um ihr anschließend die Einkäufe wieder aus den Händen zu reißen, als wären sie ein Chemieexperiment und hätten somit nichts in meiner Nähe zu suchen. Drake, wenn ich mir deinen Kühlschrank betrachte, ist das ein Notfall. Ich habe für dich eingekauft, denn ich glaube, Bierfasten ist nicht so ganz das Richtige, wenn man bald auf Tour gehen will. Du musst fit sein und mehr auf deine Gesundheit achten. Ich schlendere zur freistehenden Arbeitsplatte und lehne mich die Arme vor der Brust verschränkt dagegen. Ich bin 30 Jahre alt. Glaub mir, ich weiß, wie man einkauft und ich ernähre mich nicht ausschließlich von Bier. Gut, es ist schon vorgekommen, aber damit muss ich meine Schwägerin nicht auch noch bestärken. Okay, red dir das nur ein, aber ich weiß es besser und du auch, wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist. Andauernd spricht sie mit mir, als sei sie meine Mom und ich ein störrischer Teenager. Dabei hat sie immer diesen tadelnden Blick drauf. Aber mach dir nichts draus. Sobald erst euer Babysitter mit der Arbeit beginnt, sieht das ganz anders aus. Dann lasse immerhin ich dich in Ruhe. Sie presst die Lippen aufeinander, um ein Lächeln zu unterdrücken. Doch es gelingt ihr nicht. Glucksend beginnt sie, die Tüten auszuräumen und jede Menge gesunden Kram auf den Küchentisch auszubreiten, um ihn dann systematisch in den Kühlschrank einzuräumen. Es hat sich also schon zu dir durchgesprochen. Ja, ich war noch bei May, als Father für ihn nach Hause kam und es erzählt hat. Bei dir können wir ja lange warten, bis wir von Neuigkeiten jeglicher Art erfahren. Und bist du genauso begeistert davon wie Vater? Ich beachte Max' kleinen Tadel bezüglich meiner Auskunftsfreudigkeit nicht und überlege einen Moment, bevor ich antworte. Zuerst schon, aber wenn ich genauer darüber nachdenke, ist es das, was die Band jetzt braucht. Wir sind an einem Punkt, an dem wir keine Ahnung haben, was wir tun sollen oder was von uns verlangt wird. Als wir uns dazu entschieden haben, es zu versuchen, war uns klar, dass sich einiges ändern wird. Wenn David also der Meinung ist, uns jemanden zur Seite stellen zu müssen, damit wir nach außen ein besseres Bild abgeben, dann bedeutet das für mich eine Sorge weniger. Verwundert über meine eigenen Worte stutze ich. Eigentlich war ich bis zu Max Erscheinen ähnlich wie ein
ähnlich wenig erfreut über diese Neuigkeit wie die anderen Jungs. Doch diese Babysitter-Geschichte würde für mich bedeuten, dass ich mich ausschließlich auf die Musik konzentrieren kann. Ich könnte die Aufgaben darüber hinaus in andere Hände abgeben. Ich müsste nicht länger die Rolle des selbsternannten Papa Schlumpf spielen. Es scheint ganz so, als wäre der Tag doch nicht so vor den Arsch, wie ich dachte. Manchmal könnte man das Gefühl haben, du seist ein erwachsener Mann. Ein Grinsen steht sie auf meine Lippen und ich schnappe mir ein Küchenhandtuch, rolle es zusammen und nutze es als Wurfgeschoss in Max Richtung. Genau 13 Stunden später bin ich frisch geduscht und in einem dank Mac ausnahmsweise mal gebügelten Hemd unterwegs zum Studio. Ich bin eine Dreiviertelstunde zu früh dran, was aber heute beabsichtigt ist. Einen ersten Eindruck kann man kein zweites Mal hinterlassen. Und gerade bei jedem, der dafür bezahlt wird, uns den ganzen Tag nur zu kritisieren, sollte man nicht gleich zu Beginn alles versemmeln. Gestern Abend unterhielt ich mich noch eine Weile mit Mac, die seit der Hochzeit mit meinem Bruder mehr als nur ein Familienmitglied geworden ist. Sie ist sowas wie meine Verbündete. Und ob ich es zugeben mag oder nicht, manchmal wäre es ohne sie aufgeschmissen. Wäre ich ohne sie aufgeschmissen. Bestes Beispiel ist dieses Hemd. Hätte sie mich gestern Abend nicht gefragt, was ich heute anziehen wollte, hätte ich besagtes Hemd wohl so, wie es war, aus dem Schrank gefischt und angezogen, nur um festzustellen, dass ich aussehe wie ein zerknautschtes Taschentuch. Dann, vorausgesetzt, ich hätte das Bügeleisen gefunden, hätte ich beim Versuch, es zu glätten, mit Sicherheit ein Loch in den Stoff gebrannt und letztlich ein Bandshirt angezogen. Zu guter Letzt hätte ich damit schräge Blicke von David kassiert, da er extra erwähnt hat, dass wir in einem vernünftigen Aufzug zum Meeting auftauchen sollten. Aktuell wette ich, dass außer mir lediglich Faber und Hitch durch ihren weiblichen Background in einem akzeptablen Outfit aufkreuzen werden und somit wären zumindest 3/5 der Band optisch gewillt, diesen Termin eine Chance zu geben. Ich trete aus der schwülen Sommerluft in das gut klimatisierte Gebäude. Und wundere mich, dass so früh bereits eine Menge Menschen hier herumlaufen. Von Ausschlafen halten die wohl alle nicht sonderlich viel. Ein kurzer Blick in die Kalender-App meines Smartphones verrät mir, dass wir uns heute nicht im Kellergeschoss in unserem Studio, sondern in einem der Meetingräume treffen. Das letzte Mal waren wir da, um den Vertrag mit der Plattenfirma zu unterzeichnen und ich hoffe, dieser Raum bringt uns heute ähnliches Glück. Einige Anzugträger sind gerade dabei, den Aufzug zu betreten, als ich um die Ecke biege. Es hat keinen Sinn, jetzt den Flur entlang zu sprinten, um mich mit ihnen in die Kabine zu quetschen. Also betrachte ich mir das Schauspiel, wie sie sich wie die Sardinen aneinanderreihen, um ja nicht eine weitere Minute auf den nächsten Aufzug zu warten. Schließlich gibt es hier unten nur 4 Stück. Ich verdrehe die Augen und bin einmal mehr froh, dass aus mir nicht solch ein Normalo geworden ist. Für den beruflich ein kleines Eckbüro, ein schnuckliger Firmenwagen und die Weihnachtsfeier das Nonplusultra darstellen. Mir gefällt ein bisschen Chaos. Ich muss nicht zeitig um 5 zu Hause sein und ich brauche auch keinen Chef, der zwar ein Mensch ist wie alle anderen, es aber selbst noch nicht kapiert.